Hallo, grüße euch. Das heutige Thema Haus kaufen in Paraguay, da gebe ich euch drei Varianten, also bleibt dran. So, die erste Variante ist immer ein Gebrauchthaus. Das kennt ihr sicherlich von Deutschland aus, beziehungsweise von der Schweiz oder Österreich. Man schaut meistens, um Geld zu sparen, eben nach Gebrauchtimmobilien, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Es gibt aber ein kleines Aber. Das heißt, man muss grundsätzlich immer auf die Qualität des Hauses schauen. Und wenn das Haus schon 10, 20, 30 Jahre alt ist, können Sie das sehr schlecht machen. Also grundsätzlich ist es so, dass man in Paraguay vor allem vorher mit der Qualität der Häuser also nicht so ernst genommen hat. Ja, das heißt also, ihr habt im Prinzip nie die Sicherheit, vor allem wie die Fundamente aussehen, wie die Wände aufgebaut sind und, was auch wichtig in Paraguay ist, wie die Dächer aussehen. Meistens läuft es über bzw. läuft es durch. Ja, das Wasser kommt rein und kommt irgendwann mal raus, aber erst im Ernst genommen. So, wo findet man die Häuser? Ganz klar, also erstmal geht ihr auf Classipar zum Beispiel. Das ist auch eine Plattform, also Internetplattform, wo man viele Sachen findet, unter anderem auch Häuser, Gebrauchthäuser. Und die zweite Plattform ist Info Casas. Casas heißt, oder Casa heißt auf Paraguayisch Haus. Von daher, es gibt sämtliche oder sehr viele Informationen über sowohl gebrauchte als auch neue Häuser. Also nach dem Motto, wer sucht, der findet, findet ihr sicherlich auch einige interessante Gebrauchtimmobilien. Bitte auch darauf achten, eventuell einen unabhängigen, und da wird das schon mal schwierig, Sachverständigen, so Bausachverständige dazu zu holen, damit man sich natürlich die Gebrauchtimmobilie richtig anschaut und eventuelle Fehler vor dem Kauf natürlich beobachten kann. So ein kleiner Tipp von mir nochmal, schaut einfach auf die Wände. Also an den meisten Wänden, also an den Hauswänden, sieht man halt die Feuchtigkeit, die meistens natürlich von unten hochkrabbelt, in Anführungszeichen. Und nach einigen Jahren sieht es man auf jeden Fall. Dann ist natürlich ein Geruchssinn auch mal wichtig, geht hier rein, vor allem bei unbewohnten Häusern. Erkennt man ja sofort, dass es etwas nicht stimmen kann. Und glaub mir, das ist der Preis gar nicht mal wert. Also die komplette Renovierung eines Hauses kostet euch mehr, als wenn ihr Grundstück habt und fängt an, neu zu bauen. Aber dazu kommen wir gleich. Kurze Zusammenfassung zu Gebrauchtimmobilien. Es ist wichtig, vor allem auch für Menschen, die, ich sag mal, auch in Großraum Asunción wohnen möchten. Da gibt es eher weniger Möglichkeiten, ein vernünftiges Grundstück zu finden und neu zu bauen. Das heißt also, falls ihr im Großraum Asunción sein möchtet, vor allem in Asunción, da würde sich eventuell lohnen, nach einer Gebrauchtimmobilie Ausschau zu halten und diese in Ordnung zu bringen. Da seid ihr mittendrin. So, der zweite Punkt. Viele fragen mich danach, Pitt, was ist es? Man kann ja doch auch selbst bauen. Ja klar, kann man machen,
Das ist nämlich der zweite Punkt, falls Sie keine anständige Gebrauchtimmobilie gefunden habt, könnt ihr natürlich überlegen, selber mit anzupacken und selbst bauen. So, jetzt kurz noch mal in der Sonne. So, diese Option, also selbst zu bauen, schlage ich vor für die Menschen, die etwas oder viel Ahnung vom Bauen haben. Und dazu auch einige wichtige Tipps. So, sogar wenn Sie ein Architekt oder Bauingenieur sind, müssen Sie natürlich einige Sachen berücksichtigen. Beobachten auch, aber meistens auch berücksichtigen. So, es gibt vor allem anderes Klima. Man baut hier in Paraguay ganz anders, also nicht typisch deutsch. Bitte, bitte nicht diese Fehler solltet am Anfang und auch später nicht machen. So, es gibt natürlich ganz andere Baumaterialien, es gibt ganz andere Bauvorschriften. Ja, diese gibt es ja auch. Und es gibt natürlich auch die Mentalität, die paraguayische Mentalität von den Bauarbeitern, die komplett anders ist als die von den europäischen bzw. deutschen, schweizerischen oder österreichischen. Also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, was heißt das im Einzelnen? Im Einzelnen natürlich heißt das mehr Ärger, mehr Probleme und zum Schluss auch mehr Geld. Ihr müsst einfach eins überlegen. Das fängt schon mit der Baumaterialienlieferung. Ja, ihr geht hin und sagt, Mensch, die Ziege, die Steine, die sehen top aus, also bestellt ihr. Sorry. Erstmal der Preis meistens für Gringos in Anführungszeichen ist etwas höher als der normale Preis, vor allem für Großbauunternehmen. So, die zweite Sache ist natürlich die Qualität. Ihr seht andere Qualität und meistens bekommt ihr auch andere Qualität auf die Baustelle geliefert. Dann kann es euch natürlich auch passieren, dass verschiedene Baumaterialien einfach entweder auf dem Weg zu euch hin oder schon auf der Baustelle einfach mal verschwinden. Ja, ich sage jetzt mal, abends sind Fliesen geliefert worden und morgens sind keine Fliesen da. Man fragt natürlich den Bauarbeiter bzw. den Vorarbeiter, Junge, wo ist es? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch der Bauvorarbeiter. Aber ich kann die ganze Baustelle nicht bewachen. So läuft das. Je nachdem kenne ich wirklich Hunderte von Geschichten. Also diese Sachen sollte ich auch in Kauf nehmen und nicht einfach mal den niedrigsten Preis nehmen, weil sonst funktioniert es nicht. Genau bei Baumaterialien als auch bei den Bauarbeitern. Die Bauarbeiter, die nichts bekommen, in Anführungszeichen, was machen die? Klar, die überlegen doch, etwas dazu zu verdienen. Und welche Möglichkeit ist da die beste? Natürlich Baumaterialien von euch auszuleihen. Das ist doch überhaupt gar kein Problem, Leute. Ha? Ihr habt ja 10.000 Ziegel, also wenn man da 1.000 Ziegel leiht, stört euch, merkt ihr doch gar nicht mal. Ja, genau das Gleiche ist es bei Zement zum Beispiel. Zement ist relativ teuer, kostet 8 Euro ungefähr der Sack. Und glaub mir, kostet Geld. Und was Geld kostet, ist auch wichtig. Da kann ich noch mal ein Viertel meines Hauses oder sogar die Hälfte eines kleinen Hauses schon damit bauen. Und das passiert fast jeden Tag. Das heißt, falls ihr nicht jeden Tag auf die Baustelle seid und schaut und schaut und schaut und schaut, wird schlecht gearbeitet. Meistens die Baumaterialien können verschwinden. Ich sage nicht, dass auf jeder Baustelle die Baumaterialien verschwinden. Und die dritte Sache, es wird kaum gearbeitet. Meistens nur Tere getrunken. So, falls ihr euch den Kanal noch nicht abonniert habt, ganz einfach schnell unten klicken
abonnieren, die Glocke bestätigen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Jetzt kommen wir sofort zu dem dritten Punkt. So, und wir kommen jetzt zu dem dritten Punkt, und zwar neu bauen lassen, das Haus. So, jetzt sage ich euch gleich die Vor- und auch eventuell die Nachteile zu dieser Variante. So, wie gesagt, 20 Jahre Erfahrung schon in Paraguay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in früheren meinen Videos eher auf die Variante mit Baumeister gesetzt. Ich sage heute auch nicht, dass die Variante schlecht ist. Die ist eher mit mehr Ärger verbunden. Deshalb, aus meiner heutigen Sicht, sage ich einfach, baut ihr oder lasst es mit einem Architekten bzw. einer Architektin bauen. Es gibt sehr, sehr wirklich viele Vorteile, die dafür sprechen. Ja, die Architektin oder der Architekt meistens haben eine Firma und wenn nicht, unterschreiben die natürlich im eigenen Namen. Und die Architekten grundsätzlich gehören nicht zu den ganz armen Menschen. Also da meistens riskiert keiner seinen eigenen Ruf, um zum Beispiel dieses oder auch andere Häuser, die die Architekten im Auftrag haben, nicht zu beenden oder nicht richtig zu machen. Also das passiert euch wirklich sehr, sehr selten. So, der zweite Vorteil ist natürlich, man hat einen Ansprechpartner und wer ist der Ansprechpartner? Natürlich nicht Friseur, nicht Bäcker, sondern Architekt. Also das verstehe ich Leute nicht. Ja, ihr kommt hierher nach Paraguay, also die meisten von euch, und sucht, spricht er Deutsch, spricht er nicht Deutsch? Und dass er Bäcker ist, aber spricht etwas Deutsch, spielt da doch keine Rolle, lass doch mein Haus bauen. Ja, und von solchen Leuten, also habe ich schon genügend gehört und es gab jede Menge. Und glaubt mir, die Sache geht meistens schief. Also, wechselt die Berufe nicht und auch in Paraguay lässt euch das Haus, dieses oder andere, euer Wunschhaus oder Modelle einfach durch den Architekten bauen lassen. Da habt ihr nur Vorteile. Vor allem, was wichtig ist, die Planung. Ja? Mit der Architektin oder mit dem Architekt könnt ihr also auf jeden Fall sofort die Planung besprechen, also eure Wünsche besprechen. Und die zweite Sache, eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten natürlich vor Ort besprechen und sagen, pass mal auf. So, ich möchte zum Beispiel wie hier bodentiefe Fensterelemente, ja, oder ich möchte wie hier ein doppeltes Fenster haben, ja, was auch bodentief ist. Ich möchte zum Beispiel ein Sichtmauerwerk haben. So, und ich möchte zum Beispiel hier die Kolumnen hier aus zum Beispiel solchen Steinen haben. Oder ich möchte mein Haus verputzt haben. Also diese Wünsche könnt ihr sofort äußern. Da wird ja im Prinzip in Form von einer richtigen Planung alles umgesetzt. Und glaubt mir, da ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass später Fehler auftreten, praktisch gleich null bzw. sehr gering. So, und der weitere Vorteil, falls ihr noch etwas Geld investieren möchtet, da bekommt ihr natürlich die komplette Sache bzw. das komplette Haus gezeichnet. Also in 3D-Form wird im Prinzip komplett euer Haus überarbeitet, sodass sie auf eurem Grundstück schon das Haus erkennen können. So, das waren, glaube ich, die drei wichtigsten Sachen. Haus kaufen in Paraguay, welche Möglichkeiten gibt es?
Falls Sie Fragen habt, selbstverständlich unten in den Kommentaren die Fragen stellen. Ich werde die meisten, die besten Fragen auch persönlich beantworten. Und wie gesagt, nicht vergessen, immer per WhatsApp sich melden, in den Kommentaren vor allem und auch per E-Mail. In den Kommentaren ist umso besser, da kann ich nämlich ein Video machen und 10, 15, 20 Leuten den Gefallen tun und die richtige Frage damit beantworten. Also, vorher überlegen, richtig überlegen, weil das Geld müsst ihr nicht rausschmeißen. Über Grundstücke mache ich ein extra Video, weil das ist wieder A und O und die meisten von euch verstehen es halt nicht. Aber mach's gut. Ich hoffe, wir sehen uns in Paraguay. Und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren. Empfehl das Video, teile das Video auf anderen Sozialmedienbereichen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao, ciao.